Yo, was geht ab, meine Freunde? Mischa hier. Und heute sitze ich hier hinter meinem wunderbaren neuen Greenscreen, wie ihr sehen könnt. Nein, kleiner Spaß. Ich sitze natürlich hier auf meinem Balkon in Sayulita, Mexiko, wo ich nochmal die letzten zwei Wochen verbringe und genieße, bevor ich dann auch wieder raus muss, weil mein Visa tatsächlich ausläuft. Und der Grund, warum ich genau hier hingesessen bin auf dem Balkon, ist, weil wir diese Woche bei The Chain is Live die Nature Week feiern. Aufgrund des Tag des Waldes, der am Sonntag ist. Das heißt, am Sonntag feiern wir weltweit den großen Tag des Waldes. Und den Wald, den kann man ehren oder sollte man ehren. Und deswegen haben wir gesagt, wir machen gerade eine ganze Woche draus, wo wir nicht nur hier auf YouTube, sondern auch auf meinem Podcast und auf Instagram über das Thema Natur sprechen. Das heißt, wenn du ein naturverbundener Mensch bist, wenn du dich mit der Natur auseinandersetzen möchtest, ein paar Sachen lernen willst, dann check auf jeden Fall auch unseren anderen Content ab. Besonders die Podcast-Folge wird dir gefallen. Und jetzt in diesem Video geht es darum, drei Weisheiten mit dir zu teilen, die mir die Natur in den letzten Jahren beigebracht hat. Das heißt, was können wir noch aus der Natur schöpfen? Wenn dich das interessiert, dann bleib dran, denn dieses Video ist für dich. Hast du genug von deinem Alltag und willst endlich mehr vom Leben? Träumst du davon, einfach dein Ding zu machen, frei von jeglichen Limits der Gesellschaft, mit Menschen, die genauso denken wie du? Keine Angst mehr zu scheitern und dein Geld mit einer Arbeit verdienen, die dich wirklich erfüllt? Mein Name ist Mischa Janiec und in den letzten 8 Jahren habe ich genau das geschafft und hier auf YouTube dokumentiert. Sprenge auch du deine Ketten, folge deiner wahren Bestimmung im Leben und tu, wofür du geschaffen wurdest. Wie das geht, lernst du hier. Dieser Kanal ist für dich. Alright, fangen wir direkt an mit dem ersten Learning, was ich auf jeden Fall immer wieder merke, wenn ich in der Natur bin. Und zwar, die Natur, die verurteilt dich nicht. Und ich glaube, dass das auch ein Grund ist, warum so viele Leute es mögen, einfach in die Natur zu gehen. Einfach mal einen halben Tag oder ein paar Stunden in den Wald oder ans Meer und sich einfach komplett wieder zu centern, in die Mitte zu kommen. Es gibt sogar wissenschaftliche Studien, die beweisen, dass Menschen, die regelmäßig und oft in der Natur sind, gesünder und glücklicher sind. Das heißt, es ist eigentlich fast schon ein No-Brainer, würde ich sagen. Oder wenn du einen Wald neben dir hast oder Natur in deiner nächsten Nähe, dann geh in den Wald und gönn dir die Ruhe. Weil, wie gesagt, die Natur, die verurteilt dich nicht. Das ist für mich so die Begründung, die ich für mich habe, weil wenn wir in der Stadt sind oder irgendwo an einem öffentlichen Ort, dann sind da immer Leute und du guckst immer Leute an, sie gucken dich an und da passiert immer was mit unseren Spiegelneuronen. Wir vergleichen uns, auch wenn wir es gar nicht bewusst machen oder bewusst wollen. Wir verurteilen manchmal auch Sachen, wir werden auch gestört, wir werden abgelenkt. Und im Wald oder im Allgemeinen in der Natur, da sind wir einfach für uns. Und ob jetzt da ein Baum ist oder vielleicht sogar ein Tier, da ist ein anderer Effekt da. Wir werden nicht verurteilt von der Natur. Und das ist der Grund, warum ich auch glaube, dass die Natur so einen positiven psychischen Effekt auf unser Wohlbefinden hat. Deswegen, das ist das Erste, was ich dir hier auf dem Weg mitgeben will. Geh einfach mehr in die Natur. Das ist auch ein Grund, warum ich immer sehr viel Geld ausgebe, um meine Airbnbs an einem Ort zu kriegen, wo ich die Natur direkt vor meinen Augen habe. Das ist auch, wenn ich mal einen ganzen Tag arbeiten muss und die Zeit nicht habe, trotzdem hier irgendwie mich gut aufgehoben fühle. Jetzt der zweite ganz wichtige Punkt, das zweite Learning, was ich immer wieder sehe. Da gibt es auch ein geiles Zitat von Lao Tzu. Die Natur, die beeilt sich nicht und trotzdem wird alles erreicht immer. Und das mag jetzt vielleicht für den einen oder anderen ein bisschen esoterisch klingen, so, ja, Mischa, was meinst du damit, die Natur beeilt sich nicht? Nein, ich meine es ernst. Die Natur, die beeilt sich nicht. Die hat keinen Bock, sich stressen zu lassen. Nur wir Menschen lassen uns stressen. Und auch nur wir Menschen warten. Das heißt, die Natur wartet auch nicht. Die Natur muss sich nicht beeilen, die Natur muss nicht warten. Es passiert alles einfach. Und das ist ein weiterer Grund, warum ich mich in der Natur so wohl fühle. Vor allem, wenn ich Tiere beobachte, Hunde oder Katzen. Die sind einfach. Wir Menschen, wir interpretieren mit unserem Verstand irgendwas hinzu, was immer das auch ist. Aber wir sind in erster Linie mal einfach. Und wenn du sagst, ich bin zu spät oder das geht mir zu langsam hier, dann sagst du eigentlich nur, dass du gerade mit deinem Verstand versuchst, die Situation zu kontrollieren. Dass du gerade nicht in der Lage bist, das, was ist, anzunehmen. Und das nennt man Widerstand. Und Widerstand ist nicht so ein geiles Gefühl. Stress,
unangenehme Gefühle entstehen dabei. Deswegen, je öfter man in der Natur ist, desto mehr merkt man auch, hey Mann, da gibt's ja gar nichts. Ich muss mich ja gar nicht stressen lassen. So, alles passiert sowieso. So. Nur wir Menschen haben das Zeitgefühl, können in die Zukunft gucken und Sorgen machen, was noch alles passieren kann oder soll oder was nicht passieren darf. Und gucken in die Vergangenheit und werden depressiv von all den Sachen, all die Chancen, die wir verpasst haben, bereuen Sachen. Aber die Natur macht es nicht. Die Natur beeilt sich nicht, die Natur wartet nicht, die Natur ist einfach. Und trotzdem wird alles vollbracht. Und das dritte Learning, das letzte Learning, die Natur sträubt sich nicht vor dem Altern. Und das habe ich das erste Mal bei Ram Dass gehört und da musste ich wirklich lachen. Und zwar hat er das so erklärt, dass es, Ram Dass lebt jetzt nicht mehr, aber der hat vor, glaube ich, so 30 Jahren, also so um die 50 war, hat er gesagt, ja, ich kriege jetzt langsam so Punkte auf der Stirn, so diese typischen Flecken, die man kriegt, wenn man so 60 wird. Und hat gesagt, so ja, diese Flecken, die sind da und Leute sagen mir jetzt, ich müsste irgendwie Anti-Aging-Creme verwenden oder was kann man jetzt alles machen, um seinen Alterungsprozess zu minimieren oder eben auch so auszusehen, als wäre man noch nicht so alt. Oder? Und das machen wir Menschen ja krass. Also wir streichen uns irgendwelche Cremes ins Gesicht, wir transplantieren uns Haare, wir setzen alles dran, dass wir möglichst jung aussehen. Und die Natur, die altert und sträubt sich nicht davon. Das heißt, ein Baum im Herbst, der ist rot und der ist wunderschön. Wir alle lieben den Herbst, die Wälder im Herbst. Und einem Wald würde es nie in den Sinn kommen, und so hat es Ram Dass gesagt, jetzt irgendwie zu sagen, hey, färbt mich wieder grün. Mir gefällt das nicht. Und ich finde das geil, weil alt werden ist so ein Konzept, das sehr negativ stigmatisiert wird. Ich meine, ich möchte auch möglichst lange gesund bleiben, jung bleiben, sprich, ich ernähre mich gesund, ich trainiere viel. Stressmanagement, Selbstmanagement, das gehört alles dazu, um lange möglichst jung zu bleiben oder sich jung zu fühlen. Aber ich habe überhaupt keine Probleme, alt zu werden im Sinne von, ob ich jetzt hier ein paar, ja, so Flecken habe oder Falten oder ob ich meine Haare vielleicht ein bisschen dünner werden. Das gehört dazu. Das ist, wie es ist. Und wir Menschen haben so eine, ja, so eine Art, das irgendwie als was Schlechtes zu sehen. Und wenn du natürlich das als schlecht siehst, dann bist du natürlich auch wieder im Widerstand mit dem Leben, weil das kannst du ja nicht verhindern. Du wirst ja alt. Deswegen, je früher du diesen Wert Schönheit aufgibst, desto einfacher dein Leben. Und das ist eine harte Nuss, weil wir alle wollen natürlich schön aussehen, Bestätigung kriegen. Und gleichzeitig ist es aber das Einzige, was wir nicht vermeiden können, dass wir alt werden. Deswegen, das hat mir die Natur auch beigebracht, nicht alles zu bewerten als schlecht, auch nicht das Altern. Und das sind sehr wichtige Lektionen, die man einfach so lernt, wenn man einfach öfters in den Wald geht. Und ich hoffe, ich konnte dir damit ein bisschen Inspiration liefern. Gib mir auch gerne Feedback. Ich bin mir sicher, es gibt noch tausende andere Learnings, die du jetzt in die Kommentare schreiben kannst. Und wenn du im Allgemeinen das Gefühl hast, Mann, Misha, mein Leben, das muss aufs nächste Level. Ich möchte endlich lernen, wie ich mein Leben selbst in die Hand nehme. Ich möchte zum Schöpfer meines eigenen Lebens werden. Ich möchte die menschliche Natur auskosten. Schöpferische Natur, das ist das, was der Mensch hat. Das ist die menschliche Natur. Dann check mal den ersten Link in der Beschreibung und bewirb dich für unser Mentoring. In 8 Wochen bringen wir dich dorthin, wo du zum Schöpfer deines eigenen Lebens wirst, wo du selbst kreierst, wie dein Leben sich entwickeln soll, wo du selbst in der Lage bist, dir einen Job zu holen, dir einen Job zu kreieren, der dich nicht nur bezahlt, sondern dich auch glücklich macht, der dir was bedeutet und natürlich auch mehr, ein selbstbestimmtes Leben zu führen, nicht mehr abhängig zu sein, was andere denken und auch mit einem Umfeld, das dich unterstützt, das in die gleiche Richtung guckt wie du. Unser Inner Circle. Das ist ein 8-wöchiges Programm, sehr intensiv, 15 Stunden pro Woche mindestens, beziehungsweise ein paar schaffen es vielleicht mit 10, aber wenn du es geil machen willst, dann musst du 15 Stunden, 12 bis 15 Stunden investieren und dann machst du die besten Resultate mit unserem Mentoring. Live-Calls, alles dabei, Checks up, der Link ist in der Beschreibung. Und wenn du noch Fragen hast, dann wie gesagt, schreib mir in die Kommentare, wenn dir das Video gefallen hat. Ein Daumen nach oben wäre nice. Und wir sehen uns bald wieder. Vielleicht irgendwo in der Natur oder irgendwo in der Stadt oder hier wieder auf YouTube. Besten Dank, dass du hier warst und bis zum nächsten Mal. Peace out.